Ja, herzlich willkommen, liebe Austria-Fans, bei einer neuen Ausgabe von Viola TV. Ja, die Corona-bedingte Fußballpause hält weiter an. Aus diesem Grund wollen wir natürlich mit unseren Interviews, mit unseren virtuellen Interviews über Skype weitermachen. Mein heutiger Gast, unser Kapitän Alexander Grünwald, der uns jetzt via Skype zugeschaltet sein muss. Hallo Grüni, hörst du uns schon? Ja, hallo, ich höre euch, ja. Sehr gut, ja Grüni. Es ist jetzt ziemlich genau ein Monat her. Am 7. März hat euer letztes Spiel stattgefunden. Ihr habt dann, glaube ich, noch ein paar Tage gemeinsam eben trainiert, bevor auch das dann eingeschränkt und verboten worden ist. Seitdem heißt es auch bei euch Homeoffice. Man darf das zu Hause nur noch aus den von der Bundesregierung beschriebenen dringenden Gründen verlassen. Wie schaut es denn bei dir zu Hause aus? Hast du schon den berühmten Lagerkoller oder geht's noch? Ja, nein, ich muss ehrlich sagen, bei mir geht's zurzeit noch. Natürlich vermisse ich das Fußballspielen und auch in der Kabine mit den Jungs zu sein, aber momentan geht's einfach nicht anders und ja, ich versuche auch jeden Tag einfach mein Heimprogramm durchzuziehen, mich da auszubelasten und ja, warte das Ganze mal ab und hoffe, dass wir natürlich bald wieder dann zurückkehren können. Es ist ja relativ bald auch das Thema Kurzarbeit und Gehaltsverzicht bei den Fußballprofis zum Thema gemacht worden. Wie wichtig war es denn da jetzt auch als Mannschaft ein Zeichen zu setzen? Ja, klar, in Zeiten wie diesen muss man da einfach solidarisch denken und zusammenhalten. Und für mich persönlich war das ganz klar, dass wir da einheitliche Linie finden, auch mit der Mannschaft, wie es der Markus Kretschmer auch gesagt hat. 95% sind der Kurzarbeit auch gefolgt und relativ schnell, es ist auch sehr schnell gegangen und von dem her möchte ich mich auch bei jedem Einzelnen bedanken, dass es auch so schnell gegangen ist in der Kommunikation, in der Mannschaft und ja, wir hoffen natürlich, dass wir so dem Verein ein bisschen entgegenkommen können. Es ist ja eine einmalige Situation im Fußball, die es so noch nie gegeben hat. Ihr habt alle ein Heimprogramm bekommen. Man kann sich es wahrscheinlich ein bisschen so ähnlich vorstellen wie in der Winter- und in der Sommerpause, wenn kein Trainingsbetrieb ist, nur halt jetzt schon für viel, viel längere Zeit. Wie läuft denn jetzt in dieser Zeit für dich der Austausch mit dem Trainerteam? Ja, mit dem Trainerteam ist es so eigentlich momentan, dass wir zumeist mit dem Athletikcoach kommunizieren. Wir haben da natürlich eine WhatsApp-Gruppe und eine SAP-Gruppe, wo die ganzen Trainer auch drin sind und wo wir alle kommunizieren können. Dort werden die Programme reingestellt, dort wird alles erklärt, dort kommunizieren wir und alles auf Englisch und Deutsch, sodass es auch jeder versteht. Und das klappt sehr gut, sehr verständlich und ja, wir müssen dann das zu Hause dann umsetzen. Und das tun wir auch und ja, dass wir einfach vorbereitet sind, wenn es am Tag X wieder losgeht, dass wir körperlich einfach in einer guten Verfassung sind, um gleich wieder das Training aufnehmen zu können, dass der Körper das verkraftet und ja, man weiß dann nicht genau, wie lange hat man Vorbereitungszeit, bis es auch wieder losgeht. Ich denke auch, dass die Spiele in diesem Jahr 2020 auch mit der neuen Saison und mit der alten sehr komprimiert sein werden, dass sehr viel Spiel auf uns zukommen. Das ist natürlich für einen Fußballer immer schön und dafür müssen wir halt gut vorbereitet sein. Und ja, das ist zwar Fahrt, wenn man immer alleine trainieren muss, aber es ist momentan sehr wichtig, dass wir auf einem gewissen Fitnesslevel bleiben. Was glaubst denn du persönlich, wie lange wird es denn dauern, dass man dann von einem Trainingsmodus wieder in einen Wettbewerbsmodus übergehen kann? Das ist eine besondere Situation und wie jetzt alle sagen, besondere Situationen sind auch dafür da, dass auch besondere Maßnahmen auch getroffen werden müssen. Und ja, grundsätzlich ist es ja auch so für uns Fußballer oder aus unserer Sicht, dass wir ja die Vorbereitungen eher nicht so gern haben. Deswegen ist eine kurze Vorbereitungszeit, nehmen wir natürlich dann auch, aber wissen auch, dass es sehr wichtig auch ist für unseren Körper, dass wir einfach fit sind und durchkommen und auch mit durch den Spielen. Und wenn man verletzungsfrei bleibt, dann können wir uns auch weiterentwickeln. Und deswegen ist es einfach wichtig, jetzt körperlich fit zu sein. Und auch wenn dann die Vorbereitungszeit kurz sein sollte, werden wir Spieler uns da sicher auch nicht aufregen, dass wir dann vielleicht noch 2-3 Wochen mehr Vorbereitung haben können. Sondern wenn es losgehen wird, dann werden wir da sein und versuchen, dass wir dann
unsere Leistungen bringen und natürlich hoffentlich dann auch Erfolge einfahren. Es hat ja heute zum Mittag eben wieder mal eine Pressekonferenz der Bundesregierung gegeben. Ich weiß nicht, ob du es mitverfolgt hast ein bisschen, aber es wird auf jeden Fall keine Veranstaltungen bis Ende Mai geben. Das heißt, das ist halt jetzt die Frage, es ist jetzt noch nicht ganz ausformuliert, was ist denn eine Veranstaltung? Ist zum Beispiel ein Geisterspiel eine Veranstaltung oder ist damit explizit gemeint Veranstaltungen, wo auch Publikum dabei sein kann? Thema Geisterspiele, wäre das deiner Meinung nach was Sinnvolles, damit man eventuell früher wieder mit dem Ganzen beginnen kann? Ja, ich glaube, man merkt schon, auch in der Gesellschaft, dass der Fußball sehr vielen Leuten doch abgeht. Zuerst vor ein, zwei Monaten, wie das Ganze begonnen hat, haben die meisten gesagt, ja, Geisterspiele, wenn man die im Fernsehen gesehen hat, zum Beispiel Paris gegen Dortmund in Champions League, Achtelfinale oder Viertelfinale, weiß ich jetzt nicht genau. Dann haben sich eigentlich alle gesagt, das ist nicht so schön und das sieht man nicht so gern. Aber ich glaube, mittlerweile würden es uns sehr viele begrüßen, auch wenn man dann schon im Fernsehen Spiele verfolgen könnte. Und ich glaube auch, aufgrund der Wirtschaftlichkeit für sehr viele Vereine wäre es natürlich auch sehr sinnvoll, wenn man zuerst vielleicht auch mit Geisterspielen starten würde. Man wird aber sehen, das müssen natürlich auch die Regierung oder die Regierungen oder Gesundheitsminister, die Experten müssen natürlich da auch Maßnahmen treffen, inwieweit das auch möglich ist. Und bevor wir einmal Geisterspiele machen, müssen wir erst einmal den nächsten Schritt machen und dann mal gemeinsam trainieren können. Und ja, ich glaube, es wird die Woche, oder natürlich verfolge ich auch, was die Bundesregierung in den Pressekonferenzen sagt. Und es wird auch, glaube ich, die Woche eine Konferenz vom Sportminister geben. Und ich glaube, da werden wir dann auch mehr Einzelheiten wissen oder mehr Details bekommen, wie das in Zukunft aussehen wird. Aber ja, wenn man jetzt bis Juni oder erst mit Juni wieder Veranstaltungen zulässt, dann ja, keine Ahnung. Also ich hoffe natürlich, dass wir sobald wie möglich wieder Fußball spielen können und auch wenn es im Notfall Geisterspiele sind, dass wir wieder einen Wettbewerb gehen können und ja, am besten so schnell wie möglich. Aber im Vordergrund steht natürlich die Gesundheit und die muss natürlich gewährleistet sein. Man muss die Spielerseite dann natürlich auch sehen. Viele Leute wohnen, viele Spieler haben auch Kinder, die vielleicht vorerkrankt sind oder leben mit Menschen zusammen, die in einer Risikogruppe sind. Und deswegen müssen da gewisse Sicherheitsmaßnahmen natürlich getroffen werden. Und die Sicherheit steht an erster Stelle. Aber wir sind Sportler genug. Und nach 4 Wochen Heimprogramm sind wir natürlich sehr motiviert, wieder Fußball zu spielen. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich sehr bald. Und auch wenn es Geisterspiele sind für den Anfang, werden, glaube ich, viele sehr glücklich. Der Sportminister hat ja schon eine Pressekonferenz gegeben letzten Samstag. Er hat da durchklingen lassen, ohne dass er jetzt da einen konkreten Zeitpunkt genannt hat. Aber er hat durchklingen lassen, dass es eventuell unter gewissen Rahmenbedingungen schon bald wieder möglich sein wird, Mannschaftstraining in Kleingruppen durchzuführen würde. Das heißt, für dich ganz klar, dass du würdest das begrüßen, wenn das wieder möglich wäre, unter der Voraussetzung, dass das natürlich sicher abgehalten werden kann. Ja, klar. Ich meine, im Großen und Ganzen ist immer das ein Virus, der sehr schlimm ist, wo Menschen sterben und das steht über allem. Und dann irgendwann kommt auch immer der Sport und dass der Sport aber auch sehr wichtig ist, auch für die Menschen oder auch für, wenn wir jetzt unsere Vereine hernehmen, dass wir wieder Fußball spielen, auch für die Wirtschaftlichkeit, TV-Einnahmen und etc., dass es sehr wichtig ist, ist auch allen klar. Und ja, man sieht auch, wenn man auf das Training zurückkommt, dass das in Deutschland auch schon möglich ist, dass viele Clubs in kleinen Gruppen trainieren, Dreier-, Vierer-, Fünfer-, Sechser-Gruppen. Und ja, ich denke, dass die Trainer da trotzdem kreativ sein können, uns da wirklich auch da Übungen zur Verfügung stellen können, auch wenn es nur in kleinen Gruppen ist. Man muss halt dann schauen, wenn man sagt Thema Sicherheit, okay, wo sieht man sich um, wo geht man sich duschen, duscht man sich daheim, wie zum Beispiel FC Bayern München, was ich mitbekommen habe. Aber ja, es wäre natürlich auch das Gelände, glaube ich, von der Akademie, wo ich mir selber ein bisschen Gedanken gemacht habe, das Gelände von der Akademie wäre eigentlich, glaube ich, auch sehr interessant, weil es da mehrere Umkleidemöglichkeiten gibt, auch mehrere Plätze, wo man trainieren kann. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit auch für uns, da wieder ein Stück Mannschaftstraining zu bekommen, weil
ganz klar ist, man muss unterscheiden. Auf der einen Seite kann man die Kondition trainieren mit Läufe und mit dem, was wir jetzt momentan tun, mit unseren Kräftigungsübungen und Kraft. Aber die Fußballkondition kann man nicht simulieren. Und deswegen ist es auf Sicht natürlich wichtig, dass wir das auch trainieren. Aber wie gesagt, in erster Linie auch muss die Sicherheit gegeben sein und dass es da keine weiter oder damit sich halt keiner anstecken kann. Weil du die deutsche Bundesliga angesprochen hast, wichtig wäre aber da wahrscheinlich auch, dass gleiche Voraussetzungen für alle gegeben sind. Nicht so wie in Deutschland, wo es ja die Regelungen von Bundesland zu Bundesland, glaube ich, unterschiedlich sind und manche Vereine trainieren, weil sie wollen und weil sie dürfen und aber zum Beispiel Werder Bremen gar nicht trainieren darf. Ja, das finde ich eigentlich auch nicht in Ordnung. Wenn, dann muss es eine einheitliche Richtlinie geben, weil es ist ja dann teilweise, sollte es wieder losgehen, kann es vielleicht auch zu einer kleinen Wettbewerbsverzerrung kommen, wenn deine Mannschaften 2, 3 Wochen Trainingsvorsprung haben. Und deswegen muss es da, und hoffe ich, dass es in Österreich eine einheitliche Linie geben wird, die von allen Bundesligisten auch angenommen wird oder eben nicht. Und dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat, das wäre schon wichtig. Ganz allgemein gefragt, Grüni, wie soll es denn in der Liga weitergehen, wenn es weitergeht? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir die Saison regulär beenden können, also mit allen Spielen, die dazugehören. Ich denke auch, dass wir körperlich in der Lage sind, auch alle 3 Tage zum Spielen. Wenn man jetzt auch unsere Lage hernimmt, wir haben einen Kader von sehr vielen Spielern und wenn man da sollte das kein Problem sein, dass wir alle 3, 4 Tage ein Spiel haben. Und aus Spielersicht ist es natürlich auch so, was macht man am liebsten? Natürlich ein Match spielen und je mehr Spiele wir haben, desto schöner ist es für uns. Bedeutet dann meistens auch zwischen den Spielen weniger Training, weil man ja auch regenerieren muss. Und deswegen ist der Rhythmus auch für einen Sportler, glaube ich, das Schönste, wenn man viel spielen darf. Und deswegen würde ich es auch begrüßen, wenn wir da wirklich alle 3 Tage ein Spiel machen könnten. Und auch für die Zuschauer oder für die Gesellschaft, die vielleicht jetzt ein bisschen ausgehungert ist, was das Thema Sport oder generell auch Fußball betrifft, würde es natürlich auch gefallen und zugutekommen. Und ja, deswegen, sobald es möglich ist, vielleicht auch mit Geisterspielen oder mit Spielen anzufangen, in welcher Form, kann es dann schon auch relativ komprimiert an Spielen losgehen. Der LASK-Präsident Sigmund Gruber hat sich jetzt offen dafür ausgesprochen, die Liga wie in Belgien abzubrechen. Das heißt, dem Vorschlag kannst du jetzt momentan noch in der jetzigen Situation wenig abgewinnen. Ja, ich denke, wenn man sieht, wie viele Ligen es in Europa oder auf der Welt gibt und wie viele abgebrochen worden sind, dann ist es ein geringer Prozentsatz. Ich glaube, dass man die Situation noch immer abwarten kann und ein bisschen rausschieben kann. Die Liga abbrechen kann man im Worst Case noch immer. Und deswegen gilt es, das einfach die ganzen Möglichkeiten auszuloten und abzuwarten. Und wenn es am Ende zu einem Ligaabbruch kommen würde, dann ist es so, dann wird es auch einen Sinn haben. Aber zum momentanen Zeitpunkt, glaube ich, frühzeitiger Liga abzubrechen, ist jetzt nicht unbedingt nötig. Was fehlt denn dir in der momentanen Situation am meisten? Ja, jetzt privat oder Auch sportlich? private, beides. Ja, privat ist natürlich, dass man rausgeht, dass man sich mit den Freunden trifft, dass man gut essen geht, einfach ja, ein bisschen die sozialen Kontakte, eben Freunde und einfach ein bisschen das Leben genießen und alles, was dazugehört. Und ja, sportlich auf jeden Fall einfach auch das Zusammenkommen mit den Mannschaftskameraden in der Kabine, ein bisschen Schmäh führen und natürlich auch das Fußballspielen am Platz. Das fehlt einem schon. Ich habe zwar einen Ball zu Hause und habe den ab und zu mal mitgenommen raus zum Laufen, aber alleine herumspielen macht einfach nicht so viel Spaß, als wenn man da gemeinsam in der Gruppe arbeiten kann. Und das fehlt einem natürlich. Aber es ist auch, man kann eigentlich aus allem Negativen auch irgendwie was Positives ableiten. Und für mich ist das einfach, dass man auch einmal irgendwie so eine Selbstreflexion starten kann. Man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken, auch um eventuell sich auch für die Zukunft auszurichten. Man kann Dinge tun, für die was man normal vielleicht nicht Zeit hat. Man kann sich weiterbilden. Und deswegen genieße ich auch, wenn ich ehrlich bin, auch einmal die Ruhe, dass man auch sagt, okay,
Ich habe jetzt nicht unbedingt immer einen Zeitplan vorgegeben, den man vielleicht als Fußballer hat, wenn man sagt, okay, 8 Uhr Frühstück, 9 Uhr Treffpunkt, 10 Uhr Training, 11 Uhr Wiederanalyse, 12 Uhr Mittagessen. Und diesen Zeitplan eben mir selbst zu erstellen, das genieße ich momentan eigentlich ein bisschen. Wie reagieren jetzt deine Mitbewohner zu Hause? Also sprich deine Frau und dein Hund, dass du jetzt so oft zu Hause bist, dass es keine Auswärtsübernachtungen und so gibt? Ja, ich hoffe, sie freuen sich. Aber na, bis jetzt funktioniert alles gut. Meine Frau hat auch Homeoffice und den Hund freut es natürlich auch, weil er natürlich immer jemand da ist. Und ja, bis jetzt läuft das natürlich sehr gut. Aber ist auch eine ungewohnte Situation, wenn man wenn normal beide quasi arbeiten gehen oder ich halt im Fußball spielen und wenn man dann den ganzen Tag zusammen ist. Aber ja, wie gesagt, das sind auch sehr schöne Zeiten, weil man genug Zeit miteinander hat. Man kann über gewisse Dinge einfach sprechen und hat nicht den Druck, irgendwie auch etwas erleben zu müssen. Auch man kann auch einmal in Ruhe zu Hause sitzen, ohne dass man einen Stress hat. Und ja, kann ein bisschen den Garten herrichten jetzt bei dem wunderschönen Wetter. Und ja, wie gesagt, also mir wird auch nicht fad. Also bis jetzt, ich hätte mir es schlimmer vorgestellt, sage ich einmal. Du hast das jetzt teilweise schon beantwortet, aber es ist ja jeder von euch Spielern irgendwie in einer unterschiedlichen Situation, weil manche wohnen in der Stadt, manche wohnen am Land, manche wohnen in einer Wohnung, manche im Haus. Ich weiß von Patrick Penz, der ist eben, ich glaube, daheim bei den Eltern in Salzburg und da ist er im Garten und im Garten kann er doch auch den einen oder anderen Ball fangen. Du hast schon anklingen lassen, es ist halt, du hast zwar einen Ball, aber es ist eher langweilig. Ja gut, beim Patrick ist so, ich glaube, der hat einen Dortmund-Trainer als Vater, also der kann ihm dort entweder im Wohnzimmer, wenn schlechtes Wetter ist, oder eben am Rasen ein bisschen einschießen. Von dem her, ja, das geht schon. Also ein bisschen, da besteht auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber ja, wir müssen die Situation einfach jetzt einmal so annehmen, wie sie ist. Aber wie du gesagt hast, sicher den einen, wie zum Beispiel mir, der was einen eigenen Garten hat, der sich auf die Terrasse oder in den Garten legen kann, die Sonne genießen kann. Und genug Platz im Haus hat, dem geht es vielleicht besser, als wenn jetzt ein Spieler, der was aus dem Ausland kommt, seine Familie nicht da hat, seine Frau nicht da hat, und den ganzen Tag eigentlich alleine in der Wohnung sitzt und eventuell auch jetzt in einer kleineren Wohnung, dass es für den auf jeden Fall schwieriger ist, ist ja auch klar. Aber ja, es hat sich jetzt keiner der Situationen so ausgesucht und je schneller wir diese Maßnahmen umsetzen und je schneller oder desto oder umso konsequenter wir sind, desto schneller werden wir auch wieder zurück zur Normalität kommen. Und da muss jeder jetzt einfach ein bisschen durchbeißen. Hast du so ein bisschen einen Überblick, wie es den Mannschaftskollegen geht? Also jetzt nicht über jeden Einzelnen, aber wir haben ja auch WhatsApp-Gruppen, verschiedene und da stehen wir natürlich in Kontakt oder mit den einen oder anderen telefoniert man auch einmal über gewisse Dinge und ja, da bekommt man schon ein bisschen was mit. Aber ja, deswegen grundsätzlich, aber glaube ich, geht es momentan noch jedem gut. Und ja, deswegen, wir sind in Kontakt, aber klar, sehen können wir uns natürlich nicht, aber wir hoffen, dass wir uns bald sehen dürfen. Weil du die Situation der Legionäre angesprochen hast und der Spieler, die vielleicht alleinstehend sind, hast du teilweise ein bisschen mitverfolgt, was der Benny Pichler und der Mauro so zu Hause anstellen? Nein, ich habe kein Facebook und kein Instagram und deswegen bin ich nicht so up to date. Aber Ja, das sind ja Nachbarn im Viola Park und die spielen halt so über den Gartenzaun, so Fußballtennis ein bisschen. okay, wirklich, ja. In Zeiten wie diesen muss man auch kreativ sein. Und das ist gut so, dass die Jungs sich auch beschäftigen. Das ist ja das, was ich angesprochen habe. Mauro hast du, glaube ich, gesagt, oder? Ja, das sind ja ganz, der kommt von einem anderen Kontinent, aus einer anderen Kultur und für den ist es natürlich sehr viel oder schwieriger in einem fremden Land dann vielleicht da in einer Wohnung ein bisschen eingesperrt zu sein und deswegen ist es gut, dass auch ein paar Spieler dort in der Nähe wohnen und sie ihm auch ein bisschen unterstützen können und das ist schon gut so. Solange der Abstand gehalten wird, ist alles gut. Hast du in dieser Phase auch vielleicht Kontakt zu dem einen oder anderen ehemaligen Mitspielern? Also ich weiß zum Beispiel, du bist ja mit dem Alex Gorgon gut befreundet.
Wie geht's denen? Ja, klar, habe ich zum einen oder anderen Ex-Mitspieler Kontakt. Mit dem Alex Gorgon habe ich jetzt auch in den letzten Tagen ein bisschen mehr Kontakt gehabt. Sind auch sehr gute Freunde, aber auch noch andere. Und ja, es geht eigentlich jedem gleich. Sind natürlich alle, warten quasi in der Wohnung darauf, dass es wieder losgeht. Und jeder hat mit seinen Problemen zu kämpfen, also Probleme in der Form, dass ich auch die Kurzarbeit haben und das vielleicht im Ausland ein bisschen anders auch gehandhabt wird, als vielleicht auch in Österreich. Und deswegen, aber ich glaube, grundsätzlich sind alle gesund. Das ist einmal wichtig, das Wichtigste. Und der Rest wird sich dann auch bei den anderen sicher auch mit der Zeit dann erledigen. Und ich hoffe natürlich, dass auch die anderen Jungs und meine Freunde, dass die auch bald wieder, die was halt im Ausland spielen, auch bald wieder auf den Rasen zurückkehren können. Alles klar, Grüni, wir kommen schon langsam zum Ende. Hast du vielleicht zum Abschluss noch eine Nachricht an die Fans, eine Bitte an die Fans, einen Wunsch an die Fans? Ja, ein Wunsch. Ich hoffe natürlich in erster Linie, dass alle Fans einmal gesund sind und auch gesund bleiben. Ich weiß, dass es auch für die Leute draußen eine schwierige Phase ist, auch ohne den Fußball. Aber ja, wichtig ist, dass wir jetzt alle durchhalten. Ein bisschen müssen wir noch durchhalten und dass sich alle an die Vorschriften und an die Maßnahmen halten. Weil je mehr wir das einhalten und konsequenter sind, desto schneller können wir alle wieder ins Stadion zurückkehren und desto schneller werden wir wieder Fußball zuschauen oder anfeiern oder selbst spielen können. Und deswegen haltet euch an die Maßnahmen, zieht das alle durch. Wir versuchen natürlich das auch durchzuziehen, oder ich halt und die Mannschaft. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder im Stadion sehen werden. Alles klar, Grüni, das war's. Vielen Dank. Tolles Interview Bitte. gewesen, hat gut funktioniert. Ja, trotz allem, ich sag's dir, ich habe es allen anderen zuvor auch schon gesagt, ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal dann wieder persönlich sehen und nicht nur über Skype. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke. Ja, danke fürs nette Interview. Bis bald hoffentlich. Ja, zum Abschluss noch ein, zwei kurze Hinweise von mir. Zunächst einmal danke an alle Fans, die sich schon an unserem virtuellen Fanbuffet beteiligt haben. Ihr wisst, ihr könnt virtuell als Gutschein Käsekreiner, Burger, Bier kaufen. Prinzipiell eine Spende an die Austria, wenn es in absehbarer Zeit wieder mit dem Fußball weitergeht. Besteht aber auch die Möglichkeit, dass das in einen tatsächlichen Gutschein umgewandelt wird, je nachdem, wie früh der Ligabetrieb wieder weitergeht. Und ihr seht es jetzt eingeblendet neben mir. Es war ein großer Wunsch von euch und das Thema Schutzmasken wird uns ja voraussichtlich noch längere Zeit begleiten. Und viele von euch haben uns kontaktiert. Ihr wollt unbedingt auch eine Schutzmaske im Austria-Design haben. Ja, es ist soweit. Wir können euch diesen Wunsch erfüllen. Es gibt eine Schutzmaske, wunderschönen Violett um 6 Euro. Ein Euro davon geht an den Arbeiter-Samariter-Bund in Favoriten. Ja, alle Infos dazu gibt es auf unserer Webseite www.fk-austria.at. Das war's für heute. Kapitän Alex Grünwald bei uns live zu Gast bei Skype. Ja, wir werden natürlich weiterhin uns den einen oder anderen Interviewpartner aussuchen, euch weiterhin informieren. Das war's für heute. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Forza Viola.